Wenn zwei Menschen sich unter einem Mistelzweig treffen, dann dürfen sie sich sofort auf der Stelle küssen. Soweit die romantische Seite der Angelegenheit. Aber wie sieht es aus, wenn Misteln zuhauf, zu Dutzenden, wie hier in diesem Ahorn, in Bäumen wachsen? Sind die schädlich oder nicht? Darum soll es heute in grünzeug.tv gehen. Damit hallo, herzlich willkommen aus dem blühenden Barock in Ludwigsburg und hier ganz speziell aus unserer Emigsburg von der Terrasse der Rapunzelburg. Aber was ist überhaupt eine Mistel? Ganz einfach. Eine Mistel ist ein Halbschmarotzer, die auf den Pflanzen aufsitzt. Sieht man hier. Das heißt, sie entsendet keine Wurzeln, sondern sie entsendet einen Trieb in das Holz der Pflanze und holt sich aus dieser Pflanze Wasser und Nährstoffe. Das heißt, im Grunde genommen beklaut sie die Pflanze und sie nimmt ihr was weg, was nachher unserer Pflanze fehlt. Um es besser zu verstehen, schauen wir uns das jetzt mal an. Hier haben wir eine Mistel vorbereitet. Ich versuche das mal abzusägen, direkt hinter der Mistel, damit wir sehen, wie sie ins Holz eindringt. So, jetzt perfekt. Das Ergebnis ist genau so, wie ich es erwartet hatte. Diese Mistel ist 6 Jahre alt vielleicht. Die hat jetzt schon angefangen, hier so einen Kanal reinzumachen. Und aus diesem Kanal raus zieht die dem Baum ständig Wasser raus. Und es ist auch inzwischen erwiesen, dass sie auch Nährstoffe klaut. Das heißt, diese sogenannte Haustorie ist ja keine Wurzel, sondern eigentlich ein Trieb, saugt den Baum aus. Und das Ganze ist halt so, wenn wir jetzt hier haben wir eine Eiche. Und auf dieser Eiche wächst eine Mistel. Und wenn jetzt noch 1, 2, 3 Jahre rumgehen, dann wird passieren, dass hier oberhalb praktisch der ganze Trieb abstirbt, alles abstirbt und die Pflanze von oben her Stück für Stück eintrocknet. Ja, und Misteln wachsen übrigens auf Eichen relativ selten. Also meistens wachsen sie auf Weichholz, also auf Pappeln, auf Linden, auf Erlen, auf Eschen. Und dann gibt es welche, die wachsen speziell auf Apfelbäumen. Da sind sie natürlich genauso schädlich, weil unsere Apfelbäume diese Konkurrenz auch überhaupt nicht brauchen können. Früher übrigens wurde in den Streuobstwiesen auf den Apfelbäumen die Mistel bekämpft beim regelmäßigen Schnitt. Unsere Vorfahren, unsere Opas und unsere Väter haben viel häufiger geschnitten, als das heute der Fall ist. Und übrigens, wo sie nicht wachsen, auf Birnbäumen ganz selten, auf Kirschen praktisch nie und auf Zwetschgen auch nicht. Das Holz ist offensichtlich so hart, dass die Mistel keine Chance hat einzudringen. Also ganz klar, wir müssen, um unsere Bäume auf Dauer zu erhalten, die Misteln in Grenzen halten und die Misteln von den Bäumen entfernen. Da gibt es kein Vertun, das ist nötig. Die Misteln selber werden vermehrt in der Regel durch Vögel, die diese Beerchen fressen und dann diese Beerchen über die Verdauung wieder ausscheiden. Das ist so eine klebrige Hülle, die bleibt zum Teil erhalten und die klebt dann praktisch auf dem Holz. Ja? Und so vermehren sich die Misteln und klar, wenn sie nicht weggeschnitten werden, dann vermehren sie sich eben. Damit sie nicht verwirrt sind über den abgesägten Ast von eben, zeige ich es Ihnen nochmal in einer anderen Situation. Da haben wir einen Ast nochmal vorbereitet, wo diese Mistel drauf sitzt. Und da ist jetzt wichtig, der Trick, die Säge so einzustellen, dass das Blatt eine ganz leichte Neigung hat. Also nicht senkrecht 90 Grad ist, sondern ein bisschen weniger. Damit wir so einen ganz leichten Effekt haben, so einen Hohlkehleneffekt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Trick. Und dann sägen wir so jetzt die eine raus. So, und jetzt geht es an die andere. Ja, okay, jetzt müssen wir, genau da müssen wir aufpassen, da mal von der anderen Seite, weil nicht, dass wir zu viel wegsägen. So, und jetzt kommt noch die ganz wichtige Aufgabe, diese Ränder immer sauber zu schneiden, weil die Pflanze kann diese Überwallung der Wunde einfach viel, viel besser machen. Wenn wir die Ränder sauber schneiden, dann ist innerhalb von einem Jahr diese Wunde relativ gut überwallt. So, sieht gut aus. Ich glaube, der Doktor hat gut gearbeitet. Misteln sind also ganz klar schädlich. Und wenn Sie Ihre Obstbaumwiese oder Ihre Bäume im Haus pflegen, entfernen Sie die Misteln doch einfach quasi im Vorbeigehen mit. Und das war es auch schon für heute bei grünzeug.tv. Ich hoffe, Sie konnten ein paar wertvolle Tipps mitnehmen. Bis bald. Machen Sie es gut.